Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Kaum eine Frage wird mir so häufig gestellt auf Vorträgen wie: Wie sieht es denn jetzt aus mit der Kernfusion? Das treibt die Leute um. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir den Mann, das Gesicht der deutschen Kernfusionsforschung hier präsentieren können. Das ist Hartmut Zohm, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Er ist auch Leiter dieser Forschungs- und Arbeitsgruppe für das Tokamak-Prinzip. Das wird Ihnen selber genau erklären, was damit gemeint ist. Er wird nämlich einen tollen Überblicksvortrag halten zu den Grundlagen der Kernfusionsforschung, aber auch zu der Frage, wo stehen wir im Augenblick und wie genau stellen wir uns dann eigentlich vor, solche Kraftwerke auch zu bauen. Das Ganze hat stattgefunden im Planetarium Stellarium Erkrath. Da waren wir noch nie mit Aufnahmen, Neuland für uns. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten dort. Vielleicht kennt die oder der eine oder andere von Ihnen Erkrath vom Neandertaler. Der wurde nämlich dort gefunden. So, vielen Dank und guten Abend. Ich hoffe, dass Sie das nach dem Vortrag auch noch machen. Dann. Gut, also ich freue mich sehr, dass ich Ihnen was erzählen kann über Kernfusionsforschung, wie wir versuchen wollen, die Energiequelle der Sterne auf die Erde zu holen. Sie sehen auf dieser Titelfolie schon zwei Kernfusionsplasmen. Das eine ist die Sonne, 8 Lichtminuten von uns entfernt, ziemlich weit. Das andere ist unser Fusionsexperiment im schönen Bayern in Garching, sogenanntes ASTEX-Upgrade-Experiment. Die Sonne, wissen Sie vielleicht, erzeugt ihre Energie durch Kernfusionsreaktionen, also durch Verschmelzung von Atomkernen, Wasserstoffkerne, und dabei wird Energie frei netto. In unseren Kernfusionsplasmen können wir ähnliche Bedingungen wie in der Sonne herstellen, vor allem was die Temperaturen anbelangt. Das werde ich im Vortrag noch im Detail erklären. Aber so ein Fusionsexperiment wie das ASTEX-Upgrade von unserer Größe erzeugt keine Energie, sondern ist immer noch ein Nettoenergieverbraucher. Und im Wesentlichen forschen wir daran, wie groß und mit welcher Konfiguration man ein solches Fusionsplasma auf der Erde erzeugen und einschließen kann, sodass man dann mal damit Energie erzeugen kann. Also es ist einerseits sozusagen direkt als Anwendung, irgendwann mal damit ein Fusionskraftwerk zu bauen, und ich werde da auch ein bisschen drauf eingehen, und andererseits immer noch in dem Stadium, wo wir das sogenannte Plasma, also die Materie, aus der die Sonne und auch unser Plasma hier aufgebaut sind, untersuchen können. Ganz interessantes System. Sie können im Labor nachbauen, was in der Sonne passiert, mit ganz ähnlichen Verhältnissen. Und das will ich Ihnen alles ein bisschen näher bringen in dem Vortrag. Da ich mal davon ausgehe, dass Sie nicht alle Experten der Kernfusion sind, wird es ein paar Grundlagen geben am Anfang, wo ich Ihnen was erzählen will dazu. Was sind sozusagen überhaupt die Voraussetzungen, dass Kernfusion eintritt und Energie dabei frei werden kann? Dann kommt der aktuelle Stand. Also wir jetzt sozusagen die ganze Gemeinschaft, die daran forscht, seit vielen Jahren daran, seit den 50er, 60er Jahren. Wir sind ein großes Stück vorangekommen. Wir denken, wir wissen sozusagen, wie man so ein Plasma-Experiment bauen soll, damit es netto Energie gewinnen kann. Das möchte ich Ihnen zeigen. Und dann, wie sieht der Weg aus in Zukunft sozusagen? Wie macht man aus dem, was wir jetzt im Labor als Experiment haben, ein Kraftwerk, das dann in der Zukunft irgendwann mal zur Energieversorgung beitragen könnte? Gut, dann starten wir mit der ganz elementaren Frage. Woher kommt eigentlich die Energie bei der Kernfusion? Also wenn Sie Atomkerne sehr nah aneinander bringen, dann verschmelzen die miteinander und es wird Energie frei. Sie haben gesehen in der Einführungsfolie, ich komme aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Sie wissen wahrscheinlich, die Max-Planck-Gesellschaft hat die teuersten und besten Experimente. Und ich zeige Ihnen eins davon, nämlich hier, das ist ein Experiment zur Kernfusion. Und was Sie da sehen, ist meine Schreibtischunterlage im Büro, das ist das Blaue, und ein Wassertröpfchen. Und ich komme mit einer Spritze von rechts oben und setze ein Wassertröpfchen daneben. Und Sie haben das alle schon mal gesehen. Sie setzen den Tropfen daneben, der bleibt aber da nicht, sondern der verschmilzt in Anführungszeichen mit dem Tropfen, der schon da ist. Und im Prinzip passiert genau das Gleiche, wenn Sie zwei Atomkerne sehr nah aneinander bringen. Wenn die sehr nah beieinander sind, versuchen die, ihre Oberfläche möglichst klein zu machen, weil das der stabilste Zustand ist. Und die ziehen sich zusammen, und aus zwei Kernen, die sich berühren, wird ein größerer Kern. So wie bei den Tröpfchen, aus zwei Tröpfchen
ein größerer Tropfen wird. Und Sie wissen auch, wenn Sie den Tropfen jetzt so weit daneben setzen würden, dass die Tröpfchen sich nicht berühren, dann passiert gar nichts. Also die laufen nicht aufeinander zu und verschmelzen. Das heißt also im Prinzip, um Kerne zu verschmelzen, muss man die so nah aneinander bringen, dass sie sich berühren. Jetzt ist das alles ein bisschen einfach erklärt. Atomkerne sind quantenmechanische Objekte, wo man nicht genau die Größe bestimmen kann etc. Aber in nullter Ordnung stellen Sie sich vor, Atomkerne als eine Kugel und Sie müssen die Kugeln aneinander bringen und die Kräfte führen dazu, dass die miteinander verschmelzen und ihre Energie, ihr Zustand, ihr innerer Zustand energetisch günstiger wird und dabei wird Energie frei. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das mit allen Kernen machen, immer mehr Kerne zusammentun, immer mehr Energie dabei gewinnen? Und da hat diese Analogie jetzt ihr Ende. Die Wassertröpfchen sozusagen, die kann man, bis sie unter der Gravitation sozusagen zerfließen würden, immer mehr aufhäufen. Kernbausteine, zumindest die Protonenkerne bestehen aus sogenannten Protonen und Neutronen. Kernbausteine sind positiv geladen und gegen diesen Effekt, dass Energie frei wird, wirkt, dass wenn sie positive Ladungen zusammentun, dass sie sich abstoßen gegenseitig. Und das heißt, zunächst gewinnen sie, wenn sie wenige solche Kernbausteine zusammentun, gewinnen sie Energie aus diesem Effekt der Verringerung der Oberfläche. Und wenn sie immer mehr zusammentun, merken sie, dass die Ladung sozusagen sich immer stärker abstößt, die Ladung der einzelnen Teilchen. Und dann gibt es so ein Maximum in der Bindungsenergie und dann fällt das Ganze wieder ab. Und tatsächlich gibt es dann eben Kerne, die gar nicht mehr stabil sind. Und wir tragen das auf in so einem Diagramm, wo wir da unten die Zahl der Kernbausteine auftragen. Das sind die Protonen und Neutronen, die ich schon angesprochen hatte. Und hier die Bindungsenergie pro Kernbaustein. Und da sehen Sie genau, was ich gesagt habe. Am Anfang geht es rapide nach oben, also sozusagen die Kerne sind immer fester gebunden. Vor allem, wenn sie Wasserstoff zu Helium verschmelzen, wird viel Energie dabei frei. Dann gibt es ein Maximum beim Eisen ungefähr. Und dann gibt es ein schwerstes Element, was noch stabil ist, das Uran. Und daneben geht es nicht weiter, weil dann nämlich so viele Protonen drin werden, dass der Kern auseinanderfliegt wegen der elektrischen Wechselwirkung. Und Sie sehen, in dem Diagramm können Sie Energie gewinnen, entweder indem Sie leichte Kerne verschmelzen oder indem Sie schwere Kerne spalten. Und das hier oben, das Uran, sehen Sie schon, das ist die Kernspaltung, die in einem ganz normalen, herkömmlichen Kernreaktor funktioniert. Und die Kernfusion, also ein anderer Prozess, das Verschmelzen von Kernen, das ist das, was wir versuchen, was in der Sonne passiert und was wir versuchen, auf der Erde zu machen. Jetzt ist das leider nicht ganz so einfach, wie sich das da anhört. Man nimmt Atomkerne und bringt die ganz nah zusammen. Denn ich habe Ihnen ja schon gesagt, die sind elektrisch geladen und erstmal stoßen die sich ab. Und Sie müssen sie so nah aneinander bringen, dass sie sich quasi berühren, überlappen und dann wird der stabilere Kern da draus. Dieser Abstand ist unvorstellbar klein, 10 hoch minus 15 Meter, also eine 0,000015 Nullen und dann eine 1 hinten dran. So nah müssen sie aneinander bringen und das heißt letztlich, dass sie den Kernen Energie geben müssen, dass die gegen die Abstoßungskraft anlaufen können und wenn sie sich berühren, dann gibt es Kernfusion. Und in aller Regel, wenn Sie zwei Atomkerne aneinander annähern, dann sieht es eher so aus. Die bewegen sich aufeinander zu, die werden abgebremst, weil sie sich abstoßen durch die elektrische Ladung und dann fliegen sie wieder auseinander. Das sehen Sie hier. Und das ist der überwiegende Prozess. Also sozusagen in einem Gas, sozusagen in uns umgebender Luft, ist die Teilchenenergie so, dass die Teilchen sich nie nahe genug kommen, um die Abstoßung zu überwinden und tatsächlich zu fusionieren. Das ist der Grund, dass wir uns nicht alle auflösen sozusagen in ein schwereres Element und fusionieren. Ganz im Gegenteil sozusagen, man braucht relativ hohe Energien, um das zu machen. Wenn die Energie hoch genug ist, so dass die Teilchen ihre Abstoßung überwinden können, dann verschmelzen sie, wandeln sich um und es wird dabei energiefrei. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, Wasserstoff ist besonders effizient zu verschmelzen, Wasserstoffkerne. Was wir versuchen im Labor sozusagen darzustellen als eine Kernfusionsreaktion, ist Deuterium, das ist das schwere Wasserstoff, also ein Isotop. Chemisch verhält sich das wie Wasserstoff, ist aber schwerer als der normale Wasserstoff. Und dann gibt es Tritium, das ist das überschwere Wasserstoff. Deuterium gibt es zum Beispiel im Meerwasser zu 0,01%, also relativ viel natürlich vorhanden. Tritium gibt es gar nicht auf der Erde, weil es radioaktiv ist, mit einer relativ kurzen Halbwertszeit. Es zerfällt innerhalb von 14 Jahren auf die Hälfte. Das heißt, wenn Sie Tritium sozusagen vor sich hätten, irgendwo in eine Flasche reintun und die 20, 30 Jahre liegen lassen, dann ist das ganze Tritium weg, zerfallen dabei. Und das ist der Grund, dass es das natürlich nicht gibt.
Das muss man sich gewinnen und das kann man zum Beispiel aus Lithium tun, indem man Lithium mit Neutronen beschießt. Und Lithium ist wiederum ein Element, was sehr häufig vorkommt, zum Beispiel in meiner Laptop-Batterie und in Ihren Handy-Batterien könnte man das Lithium nehmen und daraus Tritium gewinnen. Und die Reaktion läuft dann so ab, wir nehmen Deuterium und Tritium, wir müssen das mit einer Energie aufeinander schießen oder aufeinander zubeschleunigen, die groß genug ist, dass die Kerne sich berühren. Und wenn sie sich berühren, verschmelzen, das kommt ein Helium raus. Helium ist sozusagen das Endprodukt, das ist völlig, kennen Sie Helium vom Luftballons aufblasen beim Kindergeburtstag, sozusagen ein Gas, chemisch inert, also da sozusagen ist auch in der Atmosphäre vorhanden, passiert nicht viel mit. Und es kommt ein Neutron bei raus, ein energetisches, das heizt die Wand des Reaktorgefäßes und es wird die Energie frei, die steckt in diesen beiden Teilchen drin. Das heißt, die Idee wäre tatsächlich, man nimmt Deuterium und Tritium, heizt es auf, am Schluss bringt man diese Energie nicht als gerichtete Energie für die Teilchen auf, sondern als thermische Energie. Das heißt, man macht das Gas heiß und wenn man es heiß genug macht, dass die Teilchen sich aufgrund der thermischen Bewegung nahe genug kommen, dann gibt es Fusionsprozesse. Und das passiert in der Sonne. Und wenn Sie es umrechnen in Temperaturen, dann hat das Sonneninnere ungefähr 15 Millionen Grad. Kelvin oder Celsius, egal an der Stelle. Wenn Sie diese Fusionsreaktion nehmen wollen, das ist nicht die, die in der Sonne abläuft, sondern das ist eine mit einer höheren Rate, die effizienter ist, die wir im Labor benutzen, dann müssen Sie das Gas noch heißer machen, dann kommen Sie nicht auf 15 Millionen Grad, sondern auf die Größenordnung 100 bis 200 Millionen Grad. Das heißt, die Idee ist, wir nehmen ein Gas, Wasserstoffgas, wir heizen das auf 200 Millionen Grad und dann gibt es da drin Kernfusionsreaktionen und da soll mehr Energie frei werden, als wir brauchen, um das Ganze aufzuheizen. Und wenn man das dann so einfach zusammenfasst, dann steht hier, wir wollen einen Einschluss haben von einem Gas, einem Wasserstoffgas. Das muss eine thermische Energie von 10 bis 20 KeV, die Physiker reden in Teilchenenergien, aber das entspricht 100 bis 200 Millionen Grad. Und bei solchen Temperaturen liegt ein Wasserstoffgas als sogenanntes Plasma vor und nicht mehr als neutrales Gas. Sie kennen alle den Übergang von sozusagen beim Schmelzen von fest zu flüssig und wenn Sie weitere Energie zuführen zum Gas. Und wenn Sie noch mehr Energie zuführen, dann merken die Atome nicht mehr, dass die Elektronen an die Atomkerne gebunden sind. Die typischen Bindungsenergien sind ungefähr ein Tausendstel von der thermischen Energie. Das heißt, die Teilchen zappeln so rum, dass sie überhaupt nicht mehr merken, dass sie zu Atomen gebunden sind. Und sie haben die Elektronen und die Ionen, die positiven und negativen Ladungen, einzeln vorliegen dabei. Und diesen Zustand der Materie bezeichnen wir als Plasma, manchmal auch als vierten Aggregatzustand. Und das ist auch der Grund, dass wir uns in Garching und auch in Greifswald, zeige ich nachher später noch, wir haben auch ein Experiment in Greifswald an der Ostsee stehen, das ist der Grund dafür, dass wir uns mit Plasmen beschäftigen, wenn wir Kernfusionsforschung machen. Das ist inhärent, wenn Sie ein Wasserstoffgas nehmen, erhitzen, sodass da drin Kernfusion stattfindet, dann wird das in den Plasmazustand übergehen, weil die Temperaturen so hoch sind. Sie kennen Plasmen auch im täglichen Leben, der Plasmazustand ist wegen der hohen Temperaturen nicht so sehr geläufig, aber zum Beispiel Blitze sind ein gutes Beispiel, da geht das Gas, die Luft der Atmosphäre kurzzeitig in den Plasmazustand über, weil dann starker Strom durchfließt. In der Leuchtstoffröhre zum Beispiel brennt auch eine Plasmaentladung, nicht ganz so heiß wie in dem Sonnen- oder Experiment, aber brennt auch eine Plasmaentladung. Das sind so typische Beispiele, wo man Plasma auch im täglichen Leben sieht. Wenn Sie mit Gummisohlen über so einen Kunststoffteppich laufen und dann irgendwo dran fassen und Sie kriegen sozusagen den kleinen Funkenüberschlag am Finger, wenn Sie da nachts mal drauf gucken, am Auto zum Beispiel, wenn Sie das Auto aufschließen, vom Schlüssel weg, da sieht man auch eine kleine Plasmaentladung dabei. Also überall sozusagen, wo Energie gebracht wird, wo Energie in das Gas reingebracht wird, das stark geheizt wird, da sieht man Plasma. Und ich habe es ja nochmal geschrieben, die Aufgabe der Fusionsforschung ist es also, ein mehrere hundert Millionen Grad heißes Plasma zu erzeugen und einzuschließen. Und jetzt ist natürlich die Frage, A, wie heizt man das Plasma auf diese Temperaturen? Und B, wie schließt man das ein? Es ist sozusagen nicht so leicht vorstellbar, dass man Behälter baut, indem man ein 100 Millionen Grad heißes Gas reintut. Und ich fange mit dem zweiten an. Wie schließt man sowas ein? Wir machen uns zunutze, dass die Teilchen, wie ich Ihnen hier gezeigt habe, elektrisch geladen sind. Und elektrisch geladene Teilchen kann man mit dem Magnetfeld beeinflussen, sehr effizient.
Was nämlich passiert, wenn Sie geladene Teilchen ins Magnetfeld tun? Also hier sind die Magnetfeldlinien angedeutet, die schwarzen Pfeile. Wenn Sie, stellen Sie sich vor einen Stabmagneten, den kennen Sie ja, wo oben die Magnetfeldlinien so rauszeigen. Wenn Sie da geladene Teilchen laufen lassen in einem Magnetfeld, dann fangen die an, eine sogenannte Gyrationsbewegung, also so eine Kreisbewegung, um die Magnetfeldlinie rumzutun. Und längs der Magnetfeldlinien können Sie sich frei bewegen. Das heißt, so als nullte Ordnung, nullte Näherung können Sie sich vorstellen, wenn hier eine Magnetfeldlinie durch den Raum ginge, dann wird sich ein geladenes Teilchen in spiralenförmig um das Magnetfeld rum bewegen, aber längs des Magnetfelds relativ frei laufen und eigentlich dem wir auf Schienen folgen. Und das heißt, wenn wir eine Magnetfeldgeometrie machen, wo das Teilchen im Kreis läuft und gar nicht an die Wand kommt, dann ist es eingeschlossen und schwebt praktisch in dem Gefäß, in dem das Magnetfeld drin ist und kommt gar nicht an die Wand dran. Und das ist der Trick dabei. Das versuchen wir in den Experimenten auszunutzen. Wir machen so eine torusförmige Anordnung, also das ist aufgeschnitten zur Hälfte. Denken Sie an einen Donut oder einen Fahrradschlauch oder sowas. Das ist alles von der Topologie her ein Torus. Und die Magnetfeldlinien spiralen um den Torus rum und die Teilchen laufen zunächst mal den Magnetfeldlinien hinterher und bleiben auf diesen sogenannten Flächen, die spannen hier eine Fläche auf und auf jeder von den Flächen bewegen sich die Teilchen frei, aber senkrecht dazu können sie sich kaum bewegen, weil sie auch durch die Gyrations-, die Schraubenbewegung, an die Magnetfeldlinie gebunden sind. Und dann können Sie es erreichen, dass wenn Sie solche Flächen, die sind jetzt abstrakt, also sozusagen sind Flächen aus Magnetfeld in dem Raum drin, wenn Sie diese Flächen schachteln ineinander, dann kann es im Zentrum sehr heiß sein und dann auf den Flächen weiter außen ist es weniger heiß und vielleicht auch weniger dicht, das heißt weniger Teilchen da drin und Sie können einen Druckgradienten vom Zentrum zum Rand aufrechterhalten. Und das ist unser Trick, das Plasma einzuschließen. Sozusagen, es gibt keine Gefäßwand, die man mit einem 100 Millionen Grad heißen Plasma in Kontakt bringen kann. Die würde sich dabei auflösen und das Plasma auch. Das ist tatsächlich so. Deshalb halten wir das von den Wänden fest und das tun wir, indem wir so eine Magnetfeldkonfiguration nehmen. Also der Trick ist eigentlich, wie kann ich so eine Magnetfeldflasche, magnetische Flasche, magnetischen Käfig bauen, indem ich das Plasma so einschließen kann, dass ich es im Zentrum sehr heiß machen kann und am Rand kommt es irgendwie mit der Wand in Wechselwirkung, ohne dass es die Wand dabei auflöst. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, die immer ganz wichtig vom Verständnis her ist. Das Plasma im Sonneninneren und das Plasma in unseren Experimenten unterscheidet sich nicht so arg in der Temperatur, aber in einem anderen Parameter ganz stark. Und das ist die Dichte, die Zahl der Teilchen pro Kubikmeter. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen einen Würfel mit 1 Meter Kantenlänge und zählen die Teilchen da drin. Wenn Sie das in dem Gas, also in der Luft machen, die uns umgibt, dann ist die Zahl ungefähr 10 hoch 26, also 1 mit 26 Nullen. Wenn Sie das für unser Plasma, Fusionsplasma in unseren Experimenten machen, ist es 10 hoch 20. Das heißt, es sind millionenmal weniger Teilchen drin. Das ist ein extrem stark verdünntes Gas. Und nur weil es so extrem stark verdünnt ist, können wir es so heiß machen. Die Energiedichte geht nämlich mit dem Produkt aus den beiden. Und wenn Sie es 1 Million Mal heißer machen, aber nur 1 durch 1 Million Mal die Dichte da drin ist, ist das Produkt gerade wieder 1. Und das heißt, dieses Plasma in unserem Experiment, das im Zentrum 100 Millionen Grad heiß ist, der Druckgradient von da nach außen ist 1 Bar. Mein Fahrradreifen pumpe ich mit 8 Bar auf. Also sozusagen, es ist ein sehr exotisches Objekt. Aber es ist auch kein Objekt, wo man jetzt denkt, wenn dieses heiße Plasma an die Wand des Gefäßes gelangt, weil irgendwas nicht stimmt in unserem Experiment, dass wir das Gefäß damit kaputt machen. Also das Experiment kaputt machen. Das Plasma löst sich einfach auf. Da gehen ein paar Atome von der Wand los, gehen in das Plasma rein, verunreinigen, verdünnen das und dann hört die Plasmaentladung einfach auf. Also es ist ein ganz erstaunliches Objekt. Jetzt, wie macht man so eine magnetische Flasche? Da gibt es alle möglichen Tricks zu. Zwei haben sich durchgesetzt. Das eine ist der sogenannte Stellarator. Da nimmt man Magnetfeldlinien, das sind die blauen Objekte hier, mit denen da fließen Ströme in diese Richtung, also längs dieser Spulen. Und damit macht man so eine Magnetfeldgeometrie, die einerseits den Torus zeigt, den ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, und andererseits dieses Grüne ist die Magnetfeldlinie, auch dieses helikale Umlaufen macht. Das ist eine sehr für den Experimentalphysiker sehr angenehme Anordnung,
weil das gesamte Magnetfeld von außen erzeugt wird. Also Sie machen alle Magnetfeldkomponenten von außen mit diesen Spulen. Sie können sich vorstellen, die Ingenieure sind nicht so glücklich, wenn die solche Spulen designen, bauen müssen. Wir haben so ein Experiment gerade aufgebaut in Greifswald an der Ostsee, um Ihnen dann Maß zu geben. Da ist der Radius hier, der Durchmesser 10 Meter. Das heißt, das Ganze ist so ein Ring mit 10 Metern Durchmesser und die Spulen, 72 an der Zahl, sind supraleitend, das heißt, da fließt der Strom ohne Widerstand. Die sind auf 4 Kelvin minus 270 Grad abgekühlt und im Zentrum, im Plasma, hat es irgendwie 100 Millionen Grad dabei. Das funktioniert inzwischen sehr gut. Ich zeige Ihnen nachher ein paar Bildchen von dem sogenannten Wendelstein 7x-Experiment. Es gibt noch eine einfache Art, das Plasma einzuschließen. Man will ja diese verschraubten Magnetfeldlinien und das ist der sogenannte Tokamak. Das ist das, was wir in Garching betreiben. Stellen sich die roten Spulen, die Sie hier sehen, vor, wie so eine Zylinderspule, in der Sie ein Magnetfeld machen und die biegen Sie zum Torus, die Spule. Dann haben Sie so Magnetfeldlinien, die toroidal rumlaufen. Jetzt wollen Sie diese Verdrillung reinbringen in die Magnetfeldlinien, damit es diese Flächen gibt. Und um das zu tun, lassen wir einen Strom durchs Plasma fließen, also er fließt so im Kreis rum und der macht ein Magnetfeld. Vielleicht erinnern sich einige noch an die rechte Handregel aus der Schule. Wenn man dem Strom folgt mit der rechten Hand, dann gehen die Magnetfeldlinien so wie die Finger der Hand drumherum. Das heißt, der Strom, der hier fließt, der macht ein Magnetfeld, was so eine Komponente hat und zusammen gibt es diese verschraubten Magnetfeldlinien. Und den Strom treiben wir mit einem Transformator, das ist diese violette Spule im Zentrum. Da fließt ein Kreisstrom, den wir absenken und der induziert eine Spannung, die uns diesen Strom gibt. Auch da ist das Plasma wieder ein ganz exotisches Objekt. Der Strom, den wir dadurch fließen lassen, der ist 1 Million Ampere, 1 Megaampere. Typische Ströme, die Sie aus dem Haushalt kennen, sind irgendwie 100 Milliampere oder 1 Ampere oder sowas, aber sicher nicht mehr als das. Und wir machen das mit einer Spannung von 1 Volt, also weniger als so eine Batterie an Spannung hat. Und das liegt daran, dass das Plasma extrem hohe elektrische Leitfähigkeit hat. Die Leitfähigkeit, die spezifische, ist höher als bei Kupfer. Und Sie können sich so ein bisschen vorstellen, Sie haben es mit dem Plasma zu tun, mit dem Querschnitt von 3 Quadratmetern vielleicht. Und Sie haben einen Kupferleiter, eigentlich ein Material, was besser leitet als Kupfer und einen Querschnitt von 3 Quadratmetern hat. Und dann geht der Widerstand einfach so weit runter und die Leitfähigkeit ist so hoch, dass Sie den Strom da drin treiben können. Es ist immer noch so, dass man ein bisschen sozusagen Spannung anlegen muss die ganze Zeit. Und das heißt, der Transformatorstrom in dieser Spule geht die ganze Zeit runter. Und das führt dazu, dass am Schluss das Plasma in dem Tokamak gepulst ist. Das heißt, wir können da sozusagen den Strom eine Weile aufrechterhalten und dann müssen wir irgendwann aufhören damit. Das ist beim Stellarator nicht so. Der Stellarator, der kann das Plasma sozusagen kontinuierlich erzeugen. So, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Das ist ein Blick in unser Experiment, Astix Upgrade. Da sehen Sie sozusagen das Innere jetzt von dem Plasmagefäß. Hinter diesen Kacheln, das sind so Wärmeschutzkacheln, so ähnlich wie am Space Shuttle unten dran. Mit Wolfram beschichtet, auch so ähnlich wie beim Space Shuttle unten dran. Hier hinter haben Sie die Transformatorspule. Da würden Sie jetzt hier in diesem Gefäß das Plasma erzeugen. Und natürlich muss der Mensch raus vorher sozusagen und es wird evakuiert. Ich habe ja gesagt, die Dichte ist sehr niedrig, das ist ein relativ gutes Vakuum. Und dann zündet man da drin eine Plasmaentladung und lassen die brennen. Und das können wir relativ gut. Ich zeige Ihnen mal so ein Filmchen, Realtime. Und da sieht man eigentlich, dass wir das Objekt ziemlich gut unter Kontrolle haben. Es soll die Wand berühren, nur in diesem Teil hier unten, dem sogenannten Diverter. Das tut es auch. Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Sie sehen nämlich das Plasma nur da, wo es kalt ist, weil das strahlt im sichtbaren Spektralbereich, den unsere Augen wahrnehmen können, überhaupt nur am Rand, wo es sehr kalt ist. Und im Zentrum strahlt es nur noch im Röntgenbereich. Und wenn wir den Röntgenblick von Superman oder Supergirl hätten, dann könnten wir da diese Flussflächen, diese magnetischen Flächen sehen. So sehen wir von dem Plasma selbst eigentlich gar nichts. Aber ich kann Ihnen versichern, sozusagen, wir messen mit allen möglichen Methoden nach und das Plasma befindet sich im Zentrum davon und hat diese 100 Millionen Grad, so ungefähr. Und Sie sehen, die Entladung läuft relativ friedlich, typisch so 10 Sekunden bei uns in Garching, weil wir ein Experiment haben, sozusagen, wir brauchen das nicht unendlich langlaufen zu lassen. Die intrinsischen Zeitskalen sind viel kürzer, also 10 Sekunden ist für uns stationär. Das gucken wir an und dann schalten wir es wieder ab. Gut, jetzt will ich als Zusammenfassung von diesem einleitenden Teil nochmal sagen, wie denn so ein Fusionskraftwerk aussehen würde. Das ist jetzt mehr so der Ingenieursblick. Das Plasma ist da sozusagen zu so einer Kugel zusammengeschrumpft im Zentrum.
Da gibt es Deuterium und Tritium. Ich hatte Ihnen schon gesagt, Tritium wird erbrütet aus Lithium. Das heißt, die primären Brennstoffe wären Deuterium und Lithium. Lithium wird in dieses sogenannte Blanket, in die außen umgebende Hülle reingetan. Die Neutronen, die hier rausfliegen, erbrüten das Tritium daraus und es wird dann direkt zugeführt. Das heißt, das radioaktive Material bleibt auch direkt, wird nur so viel erzeugt, wie man es verbrennt und bleibt gleich hier in diesem innersten Kern von dem Plasma drin. Im Prinzip, Helium ist das Abfallprodukt sozusagen, was überhaupt kein Problem ist dabei. Und Sie würden dann die Wand kühlen in so einem Experiment oder in so einem Kraftwerk dann, nicht mehr Experiment, vielleicht mit einem ganz normalen Wasser-Wärmetauscher und dann ist hier hinten dran Dampferzeuger, Turbine, Generator, das Gleiche, was überall ist. Also es ist nur ein sehr exotischer Ofen, mit dem Sie das Wasser warm machen, aber im Prinzip läuft das ganz ähnlich ab. Jetzt, warum denken wir, dass das so gut ist, so einen Fusionsreaktor zu bauen? Wenn man sich die Eigenschaften anschaut, die Fusionskraftwerke haben werden, die werden geeignet sein für Grundlast und Ausregelung, weil sie nicht vom Wetter, Sonne, Wind oder was abhängig sind. Die wären komplementär zu stochastischen Regenerativen wie Wind und Solar. Also sozusagen, ich sage das vielleicht jetzt gleich, sonst sage ich das immer in der Diskussion. Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich höre, dass irgendein Vertreter einer bestimmten Energieform behauptet, er hat die Patentlösung und es gibt diese eine Geschichte und mit der kann man sozusagen das Energieproblem lösen. Das Energieproblem ist vielschichtig, wir brauchen alle möglichen Energieformen in der Zukunft und die Kernfusion könnte eine Quelle sein und die würde typisch Grundlast, also sowas wie Kohlekraftwerke, herkömmliche Kernkraftwerke ersetzen und würde da im Wechselspiel stehen zu Wind und Solar zum Beispiel. Und wenn ich in die Zukunft sozusagen in meine Kristallkugel schaue, dann sehe ich ein Szenario, wo das relativ verteilt sein wird und wo es nicht einen Energieträger gibt, der sich durchsetzt und der, alle haben ihre Probleme sozusagen. Und die müssen sie gegeneinander aufwägen und wir brauchen einfach alle Optionen dabei. Das wird eine nachhaltige Energiequelle sein, weil die Brennstoffe für viele Millionen Jahre vorhanden sind, habe ich Ihnen schon gesagt. Und Fusionskraftwerke werden auch günstige Umwelteigenschaften haben. Es gibt keine CO2-Emissionen, also keine treibhausrelevanten Gase, keine unkontrollierte Kettenreaktion. Sozusagen das Plasma geht immer aus. Wann immer Sie etwas falsch machen damit, dann erlischt die Plasmaentladung und es ist Brennstoff für 2 Sekunden in dem Gefäß. Und der Kernspaltungsreaktor sitzt auf Brennstoff für ein halbes Jahr und kann damit durchgehen. Es gibt Nachwärme, aber die kann die Anlage nicht zerstören, weil die Energiedichte so gering ist, habe ich Ihnen auch schon gesagt. Das ist ein sehr heißes Vakuum. Also sozusagen da drin ist sozusagen die Energiedichte sehr niedrig. Und es gibt radioaktiven Abfall, aber den haben wir in der Hand, weil sozusagen der ist nicht inhärent in dieser Reaktion, sondern das ist diese erste Wand, Strukturmaterial, und das braucht keine Endlagerung. Da gibt es also sozusagen, das lässt man stehen und nach einigen zig Jahren ist die Radioaktivität auf das Maß der natürlichen Radioaktivität abgefallen und Sie können das wieder anfassen, auseinanderbauen. Es gibt kein sozusagen Problem mit irgendeiner Lagerung von Dingen, die man für Hunderttausende von Jahren wegschließen muss. Das ist jetzt der Grund sozusagen, warum wir das Ganze als Fusionskraftwerk und als Energiequelle untersuchen. Der zweite Grund, warum wir das untersuchen in dem Max-Planck-Institut, ist, dass es ein wahnsinnig spannendes System ist. Also Sie sehen das sozusagen Plasma in so einem Magnetfeld drin. Bei diesen, man kann im Prinzip im Labor studieren, was in der Sonne passiert. Ganz ähnliche Vorgänge, auch Eruptionen von der Sonne, sowas haben wir auch. Und wir sind halt viel näher dran sozusagen. Wir bauen Messinstrumente, die wir nah ans Plasma bringen können, was dabei messen, nachrechnen, hinterher, wie das funktioniert hat. Und das ist einfach auch super spannend und auch Grundlagenforschung. Gut, also jetzt habe ich Ihnen genug gezeigt, wie wir das machen wollen und genug Reklame, glaube ich, gemacht dafür. Jetzt schauen wir mal, wo stehen wir denn im Augenblick. Da gibt es so ein Erfolgsdiagramm, was aufgetragen wird. Da ist die Plasmatemperatur in Millionen Grad Celsius. Und hier ist das sogenannte Triple-Produkt. Also wenn man ausrechnet, wann würde so ein Plasma von selbst Energie erzeugen. Also im Augenblick habe ich Ihnen ja schon gesagt, wir stecken Mehrheitsenergie rein in unsere Experimente, als wir an Fusionsenergie rausholen. Dann sehen Sie, Sie müssen die Temperatur hochmachen auf so einen Wert 100 bis 200 Millionen Grad typisch. Sie müssen die Zahl der Teilchen, die Anzahl, Dichte der Teilchen hochhalten. Hoch heißt 10 hoch 20, also immer noch 1 Million Mal weniger als in der uns umgebenden Luft. Und dann ist ganz wichtig die sogenannte Energieeinschlusszeit. Die ist ein Maß für die Wärmeisolation. Stellen Sie sich vor, Sie heizen das Plasma und dann schalten Sie die Heizung ab. Dann dauert diese Energieeinschlusszeit Tau E Sekunden, bis die Energie draußen ist. Und Objekte, die Sie vielleicht eher kennen, die Energieeinschlusszeit von der Kaffeetasse,
ist vielleicht 10 Minuten, dann ist der Kaffee kalt. Und wenn Sie es besser machen wollen, dann haben Sie vielleicht eine gute Thermoskanne, die 10 Stunden kann. Und wir sind sozusagen dabei, diese Magnetfeldkonfiguration so zu optimieren, dass wir von 10 Millisekunden in die Größenordnung von Sekunden kommen. Und das ist nicht die Zeit, die das Plasma lebt. Sie haben schon gesehen, das lebt bei uns 10 Sekunden und 100 Sekunden, sondern es ist die Zeit, in der der Energieinhalt einmal ausgetauscht wird. Das ist sozusagen die Wärmeisolation. Und was haben wir erreicht in diesem Diagramm? Da sind jetzt lauter Punkte von Experimenten. Das sind die ersten russischen Tokamak-Experimente hier unten. Da sind unsere eigenen älteren Experimente, der Vorgänger von unserem jetzigen, da ist unser jetziges Experiment. Da ist das weltweit größte Experiment, Jet Joint European Torus, wird von England und von der Europäischen Union in England betrieben. Und Sie sehen, die kratzen jetzt gerade am sogenannten Break-Even. Das heißt, die erzeugen so viel Fusionsleistung, wie man zur Heizung, zum Aufrechterhalten davon braucht. Das ist jetzt sozusagen noch kein Kraftwerk, wo Nettoenergie ins Netz gehen würde, aber wir sind relativ nah daran gekommen. Und Sie sehen, so weit braucht man nicht mehr zu kommen. Dann gibt es die Zündung da oben und tatsächlich planen wir ein Experiment, das ist auch im Aufbau im Augenblick, da rede ich nachher noch drüber, das sogenannte ITER-Experiment, in dem tatsächlich Nettoenergie gewonnen werden soll. So, also wir haben erreicht die hohe Temperatur, sieht man, sogar zu heiß, wenn man so will. Wir haben die hohe Teilchenzahldichte ausreichend für uns. Wir haben nicht diese gute Wärmeisolation. Wir sind unter einer Sekunde und man braucht so typisch 3 Sekunden. Und da kommen wir zurück und fragen, welcher physikalische Prozess führt denn überhaupt dazu, dass Wärme aus so einem Fusionsplasma verloren geht? Und da komme ich zurück zu dem Bildchen, was ich Ihnen schon mal gezeigt habe. Da sind die Plasmateilchen, die längs der Magnetfeldlinien laufen. Und die laufen schön im Kreis rum in unserem Torus. Aber weil es 10 hoch 20 sind pro Kubikmeter, begegnen die sich hin und wieder. Und wenn die miteinander stoßen, dann tauschen sie den Platz. Also sie stoßen und dann sozusagen werden sie abgelenkt. Und wenn ein kaltes Teilchen mit einem warmen Teilchen einen Platz tauscht, dann haben sie Wärme nach außen transportiert. Und das heißt, die allereinfachste Theorie, die man machen kann für diesen Wärmetransport, man guckt, wie oft stoßen die Teilchen miteinander. Und dann nimmt man an, dass bei jedem von den Stößen die Energie ausgetauscht wird, von kalt nach warm. Und dann kriegen Sie eine Wärmeisolation. Und wenn Sie die Wärmeisolation mit dieser Theorie ausrechnen, dann kommt raus, dass der Tokamak, den Sie zur Zündung bauen müssen, 15 cm Radius hat. Das heißt, das ist eine Maschine, die passt hier gerade auf den Tisch drauf, so von der Größe. Und die kann sich jeder in den Keller stellen und da kommt die Energie raus, die sie für ihr Haus brauchen. Und da sehen Sie schon, das stimmt nicht offensichtlich, wir haben das nicht. Und es stellt sich tatsächlich raus, wenn Sie nachmessen im Experiment, dass der Tokamak nicht 15 cm großen Radius haben muss, sondern 6 bis 7 Meter großen Radius. Das heißt, die ersten Theoretiker, die das abgeschätzt haben, haben einen Faktor 10 hoch 5, also 100.000 Mal zu kleine Wärmeleitfähigkeit abgeschätzt. Das war auch der Grund, dass die Leute in den 50er und 60er Jahren sehr zuversichtlich waren und gesagt haben, naja, wenn das so ist, dann werden wir ja bald mal so eine Maschine bauen können, die das macht. Und dann haben sie leidvoll lernen müssen im Experiment, dass der Wärmetransport viel größer ist und dass man die Maschine immer größer machen muss, um trotzdem noch auf die Wärmeisolation zu kommen. Und dafür gibt es einen Grund. Der Grund ist, also zunächst mal, da ist nichts falsch dran. Also sozusagen diese Theorie gibt den minimal möglichen Wärmetransport oder notwendigen Wärmetransport an. Aber es gibt ein Phänomen, was viel mehr Wärme transportiert und das ist Turbulenz. Und wenn wir das Plasma heutzutage mit unseren Messgeräten anschauen, sehen wir, dass das Plasma nicht sozusagen nur Einzelteilchen sich ruhig bewegen, sondern dass das turbulente Strömungen ausbildet. So ähnlich wie ein bisschen auf der Wetterkarte, wenn Sie Hoch- und Tiefwirbel sehen, die sozusagen die Luft durchschütteln und Energie dabei umrühren, passiert das im Plasma auch. Und inzwischen haben wir auch Computer, mit denen wir sowas simulieren können. Und ich zeige Ihnen mal so eine Simulation. Also da sehen Sie zunächst mal unseren Plasmatorus aufgeschnitten. Jetzt halte ich das mal kurz an. Was da aufgetragen oder jetzt visualisiert ist, ist die Abweichung vom Gleichgewicht. Also Sie sehen da zum Beispiel die Temperatur, aber Sie sehen nicht die Temperatur, die heiß im Zentrum und kalt außen ist, sondern nur die Schwankung der Temperatur um den Mittelwert rum. Und wenn Sie da reingucken, sehen Sie schon, dass das so ein turbulentes Muster hat. Längs der Magnetfeldlinien ist diese Turbulenz ausgeprägt, denn da können die Teilchen sich ja sehr schön schnell bewegen und ausgleichen. Aber senkrecht dazu gibt es all diese Wirbel.
Und wenn Sie sich die Größe, die typische Größe von den Wirbeln angucken, dann ist die in Faktor 10 bis 100 größer als dieser Gyrationsradius von den Teilchen. Und wenn wir in der ersten Theorie angenommen haben, dass die Wärme nach außen transportiert wird, weil Teilchen miteinander stoßen und immer um einen Gyroradius versetzen, dann müssen wir jetzt stattdessen diese Wirbelgröße einsetzen. Und wenn die in Faktor 100 größer ist, geht leider mit dem Quadrat dieser Größe, dann haben wir sofort einen Faktor 10.000 zusammen. Und so passiert das leider. Wir lernen das jetzt. Wir lernen zu verstehen, was mit dieser Turbulenz passiert. Es ist auch ein wahnsinnig spannendes Forschungsgebiet. Sie sehen vielleicht, dass das Plasma auch noch anfängt von selbst, ohne dass man irgendwie Kraft von außen aufbringen will, anfängt verschert zu rotieren. Wenn ich weiterlaufen lasse, schauen Sie mal, da gibt es so eine Schicht, die umläuft. Und die sozusagen regelt, wie groß die radiale Ausdehnung von dieser Turbulenz wird. Das ist auch der Grund, dass man einen Computer braucht, um das auszurechnen. Da sehen Sie jetzt diesen Flow, der da außen rum geht. Wenn Sie mal einen Vortrag über den Jupiter gesehen haben, da gibt es genau das Gleiche auf der Oberfläche. Da gibt es auch so zonale Schichten, in denen das Gas da drin fließt, und das ist genau das gleiche Phänomen hier. Also sprich, wir sind jetzt einerseits so weit, dass wir das verstehen, aber was wir verstanden haben, ist, die Maschine muss relativ groß sein, um die Wärmeisolation hinzubringen. Und es ist auch nicht so, oft kommt als erste Frage nach so einem Vortrag die Frage, die Fusionsforschung sagt ja immer, es dauert noch 50 Jahre und dann gibt es den Fusionsreaktor. Und die Antwort ist ja, das ist so gewesen. Aber sozusagen die Leute haben damals es nicht besser gewusst. Die haben sozusagen Papier und Bleistift gehabt in den 50ern und keine Supercomputer. Die haben Theorie gemacht, sogenannte lineare Theorie, mit der sie die einzelnen Teilchen beschrieben haben. Und man muss komplexe Simulationen durchführen, um eigentlich dahinter zu kommen, was die Turbulenz da drin macht. Und was dann rauskommt, ist, dass die Maschine, das hatte ich schon gesagt, die man bauen muss, um netto mehr Energie im Plasma zu erzeugen, als zur Heizung reingesteckt wird, die muss eben doppelt so groß sein wie unser Jet. Das ist jetzt unser Experiment in Garching. Das ist das derzeit weltweit größte Fusionsexperiment Jet. Und nochmal ein Faktor 2 größer ist das sogenannte ITER-Experiment. Da werde ich im nächsten Teil des Vortrags drauf eingehen. Und das wird so groß sein, dass die Leistung, die rauskommt, mehr ist als die Leistung, die man reinsteckt, um das Plasma zu heizen und am Leben zu erhalten. Da sehen Sie 6,2 Meter. Gehe ich aber noch drauf ein. Wir haben ganz große Fortschritte erzielt auf dem Weg dahin, das kann man ruhig auch mal sagen. Also hier ist das NT-Tau aufgetragen, das ist unser Triple-Produkt, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das geht da in den blauen Punkten gegen die Jahre immer weiter auf. Wir tragen das deshalb auf, weil was drunter aufgetragen ist, ist die Zahl der Transistoren auf einem Chip, sogenanntes Moore'sches Law, was allgemein als die am stärksten in der Technik wachsende Kurve anerkannt ist. Und Sie sehen, wir sind sogar ein Stückchen besser. Aber jeder von diesen Chips hat bereits, also Computerchips, hat bereits gerechnet und Ergebnisse geliefert. Und wir müssen bis da oben hingehen, damit wir netto Energie erzeugen können. Wir haben das in dem Jet-Experiment gemacht, schon vor ein paar Jahren, eingefüllt Deuterium und Tritium. Und da sehen Sie hier, geht die Fusionsleistung rauf. Wir tun 28 Megawatt rein zur Heizleistung und wir holen 16 zusätzlich raus als Fusionsleistung. Also das sind diese Punkte, wo ich gesagt habe, nahe an Break-Even, nahe daran, dass das rauskommt, was man reinsteckt. Und wir wollen auf einen Faktor 10 hoch, man muss 10 mal mehr rausholen, als man reinsteckt, dann fängt es langsam an, wirtschaftlich oder interessant zu werden. Und das ist der ITER. Und bevor ich Ihnen den zeige, kurze Frage, was macht eigentlich der Stellarator, den ich Ihnen vorher gesagt habe? Ja, den gibt es auch noch. Der wurde in den 50er Jahren zunächst als das bessere Konzept favorisiert, bis die Russen den Tokamak erfunden haben und damit ganz schnell gezeigt haben, dass man sehr schnell zum Erfolg kommen kann. Dann haben alle ihre Stellarator-Experimente aufgegeben, bis auf ein kleines bayerisches Dorf, nämlich Garching, wo die Leute gesagt haben, wir wollen daran weiterforschen, wir sind überzeugt, dass das gut ist, wir wissen nur noch nicht, wie wir diese Magnetfeld Konfiguration optimieren. Und wie die ersten Großrechner gekommen sind, die wirklich groß, also in den 80er Jahren, 90ern, die wirklich große Rechnungen durchführen konnten, da kam so eine Konfiguration raus. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir bauen, um zu zeigen, dass der Stellarator mit dem Tokamak mindestens ebenbürtig ist. Und dann haben wir angefangen, sozusagen direkt nach der Wende, sozusagen war eine Fügung, dass wir ein neues Institut gründen konnten in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir jahrelang aufgebaut. Da sehen Sie so einen Teil von W7X hier. Also das ist jetzt ein so ein kleines Teil, das ist eine Spule und sozusagen ein kleiner Ausschnitt hier draus, wer am Kran hängt, haben das aufgebaut. Und letztes Jahr ist es in Betrieb gegangen, wurde
feierlich eingeweiht und eingeschaltet von der bekanntesten Physikerin Deutschlands, die auf den Knopf drücken durfte. Und seitdem funktioniert es und liefert auch schon erste sehr interessante Ergebnisse. Also das ist jetzt, nachdem wir sehr lange daran gebaut haben, wird eine Erfolgsgeschichte offensichtlich. Wir können die Magnetfeldlinien vermessen. Da sehen Sie Magnetfeldlinien visualisiert durch Elektronen, die da langlaufen und leuchten dabei, wenn sie auf so einen Schirm treffen. Die sind genauso, wie man es vorher ausrechnet. Also sagen, das Ding ist, obwohl es 10 Meter groß ist, auf Millimeter genau gebaut und die Magnetfeldspulen justiert dabei. Und der Stellarator zeigt auch schon Ergebnisse von der Art, dass man hier so ein Stellaratorplasma sieht. Und das ist sehr schön eingeschlossen hier in dieser Geometrie und wechselwirkt auch mit der Wand nur an den Stellen, an denen es das soll. Also es sieht alles so aus, wie wenn man das richtig gemacht hätte und im Griff haben. Und da wird man sicher noch einiges von hören, erfreulicherweise. Wenn Sie gucken, da ist so ein Profil der Temperatur der Ionen, der Wasserstoffionen in dem Stellarator, und diese 8 KeV entsprechen 80 Millionen Grad Kelvin. Also der ist schon sozusagen auf sehr gute Parameter gekommen. Energieanschlusszeit 200 Millisekunden ist ungefähr das, was man dafür ausgerechnet hätte für eine Maschine von der Größe. Also das sieht gut aus.